Leben, Zerstörung, Tod, alles in einer Wonderlock. Jo, meine Freunde, ein herzlich willkommen zu Team Pure oder beziehungsweise zum Team, was wir gegen Arena-Leiterin Conny mitnehmen. Im letzten Part haben wir ja uns durch die ganzen Trainer gekämpft, die uns bevorstehen. Ich habe mir ein neues Team zusammengestellt. Mit dabei ist hier unser David, unser Gardevoir. Es soll eigentlich, wenn es geht, hier fast im Alleingang wagen. Ich weiß nicht, ob es klappen wird. Ich hoffe es eigentlich, dass es ja klappen könnte. Mit der Konfusion, Hypnose können wir einige um uns einschläfern und hier auf Distanz halten. Das nächste Mal, was ich dabei habe, ist hier Adrian. Adrian kriegt einfach weniger Damage von den ganzen Kampf-Pokémon. Wo ich ein bisschen Panik vor habe, ist einfach das Resladero von ihr gegen Adrian. Wenn dieses Matchup kommen wird, habe ich da ein bisschen Panik vor. Ich weiß nicht, ob es kommen wird, aber wenn es kommt, muss ich da echt vorsichtig sein. Der Vorteil ist einfach, ich habe hier halt die Umkehrung drauf als Fähigkeit und wenn da halt ein Silberblick oder sowas kommen sollte oder auch irgendwas anderes, was mein Angriff oder Spezialangriff senken sollte, kann ich es mich hier boosten und deswegen habe ich Adrian dabei, einfach als so Wall-mäßig und als Encounter, der hier halt mit seinem Grasmixer und auch mit seinem Megasauger sich gegenheilen kann und hier auch ein bisschen Damage kriegt. Mein letzter Encounter gegen den und gegen die Arena-Leiterin Conny ist hier Akani. Akani hat Bedroher, also ich glaube, das erklärt eigentlich schon alles. Es hat Bedroher, es hat Turbo-Tempo, Prio, hallo und Flammenblitz. Mega geil, mega fetter Flammenblitz. Ich versuche hier eigentlich mit Gardevoir zu leaden, weil dieses Linfu hat Konzentration, Freunde. Gardevoir hat Fährte. Wenn ich also auf dieses Matchup komme, Gardevoir gegen Linfu, werde ich mir die Konzentration nehmen und es kann mich nicht mogelheben oder ähnliches. Das heißt, ich kann nicht zurückschrecken und könnte First Turn für eine Hypnose oder für eine Konfusion gehen und mich dann mit einem Core Mind aufsetzen und mit Gardevoir durchsweepen. So ist der Plan. Mal gucken, ob es so laufen wird. Ich bin auf jeden Fall richtig gehypt drauf. Schauen wir uns das Ganze mal an. Yo, liebe Freunde, mein Name ist Yves, ein herzliches Willkommen auf meinem Kanal und ich begrüße euch zum Arena-Leiterkampf. Ich hoffe, euch hat die kleine Team-Preview gefallen. Mit dabei ist der liebe Mantarochen, Link hallo. In der Videobeschreibung. Und wir werden uns nun Conny widmen. Mein Team ist umgestellt, ich habe es ja gesagt in der Team-Preview schon. Da kommt sie richtig elegant angefahren. Kannst du das auch? Ne, natürlich. Aufgepasst. Hab ich früher als Kind immer gemacht. Ja, bestimmt. Und ich meine. Bin frech, aber nicht so. Ja, nicht so, aber. So, meine Freunde, wir haben hier unser Gardevoir dabei, unser David als erster Lead. Auf jeden Fall hatte ich ja gesagt, Akani habe ich dabei mit wegen dem Bedroher. Und ich habe Adrian dabei. Ja, ich hoffe, das wird gut laufen. Und ich würde sagen, habe ich noch Tränke und sowas dabei? Ich habe noch 8-mal Dings. Eben ein bisschen sortieren hier mal, alphabetisch so. Nee, nicht alphabetisch, Kategorie, so. Ja, ich habe noch ein bisschen dabei, also es wird auf jeden Fall was sein. Oh, ich brauche noch ein Eisen. Brauche ich jetzt so nicht. Und eine Zitrusbeere, die gebe ich jetzt mal eben. Akani. Muss noch eben die Items tauschen. Und dann, was meinst du, werde ich irgendwas verlieren? Sicher. Ja, sicher. Sicher. Ich kann die wirklich nicht einschätzen, die Conny. Was sie hat, müsste ich lügen oder beziehungsweise hoffen. Ich habe auch nicht coole Items, habe ich noch nicht. Ich habe noch keine coolen Items zum Schaden machen. Ich habe wirklich keine coolen Items, sodass ich irgendwas Cooles damit machen kann. Irgendwie. Doch, da! Psycho-Hirntafel! Das ist gut. Die packe ich mal auf David. So. Und Adrian müsste auch noch irgendwas Gutes haben. Initiative muss ich nicht erhöhen. Ja, ich glaube, das geht so. So, meine Freunde, wir werden antreten jetzt gegen Conny.
Let's get ready to rumble. Ich bin richtig aufgeregt. Oder so ähnlich. Du bist ein starker Trainer. Das sehe ich sofort. Los, fangen wir am besten gleich an. Kurz und knackig macht sie das. Gefällt mir. Jetzt geht's gegen Conny. Also. Eine Herausforderung von Arena-Leitung Conny. Sie leadet hier mit Lin Fu, was ich ja schon in der Team Pyro gesagt hat, Freunde. Und ich mache mit David mein Lead. Der Vorteil ist, David hat Fährte. Damit kann ich mir den Konzentrator holen. Und er, oder sie kann mich hier nicht mogelieben. Ich gehe auf eine Hypnose. Und da kommt der Mogelhieb. Hä? Ist wie kein Mogelhieb, wusste ich gerade. Klar, das ist die Weiterentwicklung von... Wieso wird das schon wieder ab? Mann! Komm schon. Jetzt schlaf endlich ein, bitte. Geht doch. Yes! So, und jetzt kann ich mich nämlich auf den Callmine setzen. Und mich auf plus 2 boosten. Und dann müsste ich da durchziehen können. Klingt einfach. Ich weiß nicht, ob das klappt. Ich würde mich freuen, wenn das klappt. Und er wacht einfach direkt wieder auf. Ich muss jetzt dieses Lin voraus und bin bei plus 2. Ich nehme es jetzt raus. Bin zwar nur bei plus 1, aber besser als gar nichts, oder? Ja. So. Damit stimmt schon mal der Erste. Der Erste. So. Maschok kommt rein. Bleibe drin. Ich bin bei plus 1. Und Maschok kann mir eigentlich gar nicht so gefährlich werden. Oder? Was wird Maschok drauf haben? Weißt du das? Ich rede nicht. Ahnung, kann das nicht Überroller oder so heißen? Ja. Also es kann auf jeden Fall Steigerungshieb, weil ich hier die TM-Steigerungshieb am Ende des Battles kriege, das weiß ich. Stimmt. Ich gehe immer erst auf eine Hypnose, ich bin eh schneller und es trifft instant. Das Problem, was mir eigentlich, also was mir richtig große Probleme bereiten wird, ist Resladero. Resladero ist so, wo ich sage, das ist wirklich ein Mon, wo ich echt Panik vorhabe. Oder Respekt vorhabe, sagen wir es mal so. Deswegen will ich mich gerne auf bei plus 2 boosten, um das hier einfach rausnehmen zu können mit einem easy Konfusion. Ich habe zwar keine Psychokinese oder so drauf. Felsgrab! Achso, okay. Die Initiative sinkt, das ist nicht gut. Ich gehe auf eine Konfusion, müsste es jetzt rausnehmen bei plus 2. So, nächster Hit. So macht man das. So macht man das. So, und das ist jetzt das Mon, wo ich eigentlich am meisten Panik habe. Da habe ich damals im Spiel, ich glaube, bestimmt 2 Mons verloren. Wegen diesem scheiß Flying Press, ey. Ja, ist wirklich so. Klauenfetzer ist mir scheißegal. Damit trifft er auf jeden Fall immer. Und Angriff steigt. Ich gehe auf eine Konfusion und müsste es rausnehmen. Easy. Siehst du? So einfach geht das. So einfach geht das. Einfach ein Mon nach vorne gesetzt. Easy. David macht den Rest. Durchgesweept. Fertig. Schockschwere Not. Ich weiß. Dankeschön. Opfer. Opfer. Conny, die Arena-Leitung von der Teil. Hiermit erkenne ich dich als Trainer an und verleihe dir den Orden. Nimm und das. Du bist einfach viel besser als ich und viel schöner. Dankeschön. Danke. Mega nice. Ich habe jetzt den Rauch vorne erhalten. Und ich kann jetzt endlich Surfer einsetzen. Aber ich habe, glaube ich, die... Habe ich ja Surfer schon? Nee, ich habe noch keinen Surfer. Warum kann ich... Ich habe noch keinen Surfer. Aber du kannst es einsetzen. Ja, das bringt mir aber nichts. Aber trotzdem, ist gut. Das ist mega gut. Damit kann ich zumindest endlich was Gutes machen. Jetzt muss ich zumindest erstmal in diesen Drecksturm laufen. Nochmal gegen sie battlen. Und mir meinen Ring endlich abholen. Sie wollte mir den letztes Mal nicht geben. Verstehe ich nicht. Sie hat eigentlich gesagt, wenn du mich im Arena-Kampf besiegst, kriegst du meinen Ring. Alles klar, easy, habe ich gedacht. Geile Sache. Dann gibt sie einfach. Ja, ne? Das ist nicht schön. Wohl gar nicht. Mach was dagegen. Sag ihm mal, so geht das hier aber nicht. So geht das hier aber nicht. Ja, und dann muss sie...
Ja, und dann musst du ihr das noch so richtig Meinung sagen. So, ich werde jetzt erstmal mein Team wieder auffüllen. Soll ich dich wieder mitnehmen? Das. Okay, ich habe jetzt Milza mit dabei, ich habe Dings mit dabei. Okay, das Team ist eigentlich wieder komplett, meine Freunde. Und damit geht's dann weiter, würde ich sagen. Ne? Ich behalte das Team erstmal so, weil es ist echt mega stark. Und Gardevoir setze ich eben einmal nach hinten. Setze ich Gardevoir nach hinten? Komm, wir gehen einmal heilen, machen wir es so. Einmal im Heilen gehen. Wenn ich gleich gegen die im Turm betteln muss, nicht, dass mir irgendwas Dummes passiert und ich hier einfach easy peasy weggerackt werde von der Frau, dann kriege ich echt Panik. Oder kriegst du da nur das Mega Lucario von ihr, oder? Ich krieg das Lucario, was ich auch weiter tauschen kann, aber ich behalte es erstmal. Die müssen noch, ach nee, du musst ja gegen den Rivalen noch kämpfen, oder? Ich weiß es nicht mehr. Also eigentlich müsste ich. Doch, gegen den Rivalen und dann gegen Conny nochmal mit ihrem Mega Lucario. Also rein theoretisch, wenn ich Lucario gegen Lucario kämpfen muss, wäre das scheiße. Ja, ich glaube, man bekommt das Stärkere, was auch schneller ist. Ist echt so. Meine kleine Conny ist die Hüterin der Geheimnisse der Mega-Entwicklung. Sie erwartet dich auf der Spitze des Turmes. Yo, dankeschön, alter Mann. Wir sehen uns später im Altenheim. So, muss ich da gegen betteln? Ja, bestimmt. Achso, ja, ich habe den Arena-Horn schon, du Lappen. Ja, das Problem ist einfach, ich denke einfach, ich werde da richtig gleich verkacken. Davon gehe ich sowieso aus. Ja, hoffen wir mal nicht, ne? Alter, wo ist denn der Turm? Ah, oh, ich bin, glaube ich, da. So. Oh mein Gott, Lucario! Ich weiß nicht, wäre die Nachtlocke beendet, wenn ich gegen Lucario verliere? Eigentlich nicht, ne? Keine Ahnung. Also die Regel ist, wenn du ohnmächtig wirst. Ich finde es hier einfach toll, wenn ich gemeinsam mit meinem Pokémon im Himmel werfe. Ja, ich lasse meine Seele baumeln, bla 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 bla. Danke, dass du den beiden Mega hier aufgenommen hast. Es ist vorgeschrieben, dass der Mega-Ring hier oben überreicht werden muss. Ich kriege endlich meinen Ring. Halleluja. Yes. Ha, ich sehe echt schick damit aus. Echt schick damit aus. Was meinst du, passt eigentlich mein Outfit so jetzt hoch vom Dings? Nee, ne? Passt super. Sieht genauso aus wie du, finde ich. Ja. Genau dein Style. Lucario, was ist los mit dir? Cario. Lucario ist voll klein eigentlich. Oh, ich will aber nicht kämpfen, Lucario gegen Lucario. Weil ich weiß ganz genau, dass ich dadurch jetzt verlieren werde. Und dann denke ich so, fick dich. Beide Seiten sind mit Karionid ausgerüstet und kämpfen mit einem Punkt. Was sagst du? Ich klicke mal auf Nein, oder? Ja. Ja. Ich weiß, ja, bla 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 bla. Dann lass uns losgehen, komm her. Der Battle beginnt, meine Freunde. Ich muss jetzt einfach irgendwas haben, um es richtig fertig machen zu können. Und ich kämpfe wieder gegen Conny. Wow. Ja, aber jetzt ist es Erbfolgerin Conny. Erbfolgerin, wollte ich gerade sagen. Oh Mann, ich hasse das. Ich könnte jetzt mal gucken, was hat Lucario eigentlich drauf im Set. Ja, 32 gegen 32. Ich habe einen Schwerttanz drauf. Ich gehe mal in die Mega-Entwicklung auf den Schwerttanz, ne? Greif doch einfach ran. Was hat das dann sonst noch? Ja, wirst du es rausnehmen, Förster? Nö, oder? Nee, aber es würde ich auch nicht rausnehmen und dann Second Turn nimmst du raus. Ja, aber wenn ich für Schwerttanz habe und dann gehe ich drauf, dann werde ich es wahrscheinlich rausnehmen, oder? Wahrscheinlich. Ich mache einen Schwerttanz. Vielleicht geht das Ding ja irgendwie auf, ich weiß nicht, irgendwas Witziges oder irgendwas Dummes, so wie Brüller oder so. Kann das Ding Brüller? Eben. Bam, Mann! Bestaune mein Mega-Lucario, Bitch! Ach scheiße, das hat ja auch eins. Freut sich so erst voll, dass man eins hat und dann sowas. Ey, die cheatet, man kann keine zwei Lucario bekommen. Nee, weißt du, das ist voll kacke, ne?
Was muss man denn Oras dafür nochmal machen? Richtig viel, ne? Er geht für einen Steigungshieb. Leck die Henne! Ja, wie gesagt, Alter! Das ist nicht so gemacht, dass man immer einen Hit überlebt. Bam! Huhuhu! Ja, Alter! Das ist, glaube ich, aber so gemacht, dass man da immer gewinnt. Boah, wäre ich nicht für einen Steigungshieb gegangen, für einen Schwerttanz gegangen. Du wärst doch schneller gewesen. Ja, und wenn ich langsamer gewesen wäre, was dann? Man ist da nicht langsamer, man ist da aus Prinzip schon schneller. Die machen das aus Prinzip, dass ich schneller bin, ich weiß. Okay, damit nehme ich Lucario und mein Team auf. Ja, ich nehme es in die Reise auf. Liebe ist leider voll, geh ab in die Box damit. Ich brauche es nämlich noch gar nicht. Ach scheiße, ich muss dafür was ablegen. Ich lege Alina erstmal ab und werde es gleich wiederholen. Weil ich muss Lucario jetzt erstmal aufnehmen ins Team. Und ich kann auch noch gleich einmal Wanda traden. Willst du mit Wanda traden? Ja, unbedingt. Ich merke das richtig, ne? Den Spitznamen gebe ich noch nicht fest. Doch, den Spitznamen gebe ich fest. Weil ich das Monja behalten darf. Den nenne ich Blaze. Ich tausche das doch eh, oder nicht? Nee, ich darf Geschenke-Pokémon darf ich behalten. Ach so. Also das heißt, ich dürfte das Lucario und auch Relaxo, was ich gefangen habe auf der Route, dürfte ich auch behalten. Ja, ich weiß aber noch nicht, ob ich das Relaxo weitertauschen werde. Vielleicht werde ich es als Encounter doch weitertauschen. Und ich habe noch ein Monozyto, habe ich noch frei, Freunde, das habe ich noch frei, das darf ich noch vertauschen. Werde ich auch noch vertauschen. Mache ich gleich. Gehe jetzt erstmal wieder runter und werde jetzt werde Alina jetzt wieder ins Team holen. So, und wo kriege ich jetzt eigentlich die TM-Surfer? Ich kann das nicht von dem, wenn du weitergehst, wo du die Lapras bekommst. Keine Ahnung. Da kriegst du doch das Lapras. Ja, und Surfer dazu, glaube ich. Jetzt gucke ich gleich einfach so in der Box und dieses Lucario ist einfach shiny. Was meinst du? Es ist nicht. Alle Pokémon, die du geschenkt bekommst, haben auch eine Wahrscheinlichkeit, shiny zu sein. Aber nee, ja, ist auch nicht. Dankeschön. Ist es nicht. Aber gut. Damit ist Blaze zumindest jetzt im Team und das Monozyto tauschen wir gleich noch weiter. Zack, erstmal hier wieder raus und ich würde sagen, wir begeben uns auf die nächste Route. Und wer kommt jetzt? Oh Gott, nicht schon wieder. Hey, ich habe Surfer bekommen. Aber kommst du Surfer? Lol. Ich denke immer so, wo ist Surfer? Cool, dankeschön, du Mongo. So, damit haben wir 3 Arena-Ohren, noch kein einziges Mon verloren. Ich würde sagen, ich bin richtig gut. Na. Hier darf ich wieder einen Encounter fangen. Und das machen wir auch gleich. Ich will erst gucken, was der mir sagt. Hier kriege ich das Lapras, ne? Ja, ich nehme mal das Lapras. Wie gesagt. Gib mir Lapras. Gib her. Gib. Ich kann es nicht abholen, weil mein Team voll ist. Nein. Ich muss jetzt erstmal jemanden Surfer beibringen. Und wer kann besser Surfer lernen als... Lapras. Nee. Ich habe ja noch ein Quaijutsu. Das lerne ich jetzt erstmal Surfer. Easy. Das lernt Surfer. Und ich verlerne dafür Aquawelle. Oder ich könnte Katapult verlernen. Das sind physische Angriffe. Ich verlerne mal dafür Katapult. Mach das. Ja, weil die anderen bringen mir ja nicht wirklich was. So, damit habe ich jetzt Surfer drauf. Und wir fangen uns jetzt erstmal einen Encounter. Bitte Miltang oder Voltilam Shiny, dann freue ich mich riesig, meine Freunde. Hey Miltang. Bertha! Kennst du Bertha noch? Nein. Doch. Rauflust! Ich hypnotisiere das Vieh erstmal. Geduld! Ja, es ist mir völlig egal. Solange ich nicht angreife, macht es keinen Damage. Es gibt dir ja den Schaden wieder, den du gemacht hast. Ja, ich weiß. Danke, okay, dass du mir Pokémon erklärst. Bitteschön, willkommen in der Lehrstunde. Ich erkläre Pokémon. Ich schmeiß einen Superball drauf.
Und dann tauschen wir gleich zwei Mons weiter. Oh, ich weiß, was ich richtig gerne hätte. Ein Creakle. Das würde ich so hart feiern, wenn ich das kriege. Ich würde mich riesig darüber. Ja, weil daraus ein Mammutell wird. Ich würde mich auch über einen Keifel freuen. Oder gleich über ein Mammutell. Ja, aber das Mammutell wird wahrscheinlich zu stark sein. Das ist das Problem. Verstehst du? Das ist so mein Problem, was ich habe. Das Mammutell wird zu stark sein, weil ich darf ja nichts höher, was in meinem Team ist, höher sein, also nehmen. Das höchste Level, was ich im Moment habe, ist 36 von Adrian. Und alles, was höher geht, ist nicht gut. Ein Pokédex-Eintrag wurde angelegt. Nice. Wenn es gerade ein Junges hat, dann erhält seine Milch Nährstoffe als gewöhnlich. Oh, nice. Geben wir gleich keinen Spitznamen. Und ich will jetzt direkt Wonder traden. So, wir machen so, wenn du richtig prediktest, was wir kriegen, vom Typen her, dann... Vom Typen. Dann darfst du den Namen aussuchen. Deal oder No Deal? Okay. Das wird ein... Käfer-Pokémon. Käfer, im ersten Trade, ne? Gut. Dann gucken wir mal, dann tauschen wir direkt weiter. Wundertausch Nummer Uno. So, ich vertausche erstmal das Monozyto. So. Tschüss. Wenn es Käfer. Also ein Scarabon mit Megastein wäre geil. Oder ein Pinsir. Aber ich sehe es schon kommen. Irgendwie kriege ich jetzt wieder ein Zigzags oder sowas ähnliches. So standardmäßig. Oder? Wir kriegen jemanden aus dem Vereinigten Königreich. Hello, from the other side. Hello. England. Und was kriegen wir Cooles? Bitte, 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 was Cooles. Wir kriegen ein fucking Formio. Ah, kein Käfer-Pokémon. Warum kriege ich fucking Formio, Mann? Warum? Oh Gott, das Vieh kann ich am Käfer-Pokémon? Das Vieh kann ich am wenigsten gebrauchen. Am allerwenigsten. Oh, Formio ist gut. Ja, es ist gut, aber ich kann es im Moment nicht in meinem Team gebrauchen. So, wir vertauschen jetzt noch. Oh, ich nehme noch eben die Kumu-Milch weg. Kann ich die noch wegnehmen? Ach, scheiß drauf, die brauche ich nicht. Das wird jetzt aber ein Käfer-Pokémon. Wir tauschen jetzt noch Bertha weiter, meine liebe Milch. Meine liebe Milton. Und einen Fehler bei der Datenübertragung. Gut. Machen wir einfach normal. Kein Problem. Easy. Machen wir einfach normal. Wundertausch. Miltang. Tauschen. Zack. Oh Gott, das kotzt mich jetzt richtig an, dass ich den fucking Formio gekriegt habe. Ich hätte es viel besser benutzen können. Hier würde ich jetzt gerne ein richtig starkes, richtig geiles Pokémon kriegen, was ich auch benutzen kann. Wir kriegen hier Flair, Vereinigte Staaten, Kalifornien heißt der Typ. Let's Battle steht bei ihm in der Info. Schön Käfer, für dich. Käfer-Pokémon. Käfer-Pokémon. Das wird kein Käfer sein, oder? Es ist ein Zigzag, das darf ich weiter tauschen. Das habe ich schon. Ja, aber jetzt ein Käfer-Pokémon kommt. Was für ein Käfer-Pokémon? Bibor mit Megastein. Gab's das nicht erst in Oras, ja, ne? Ja. Scheiße. Dann will ich gar kein Bibor. Luise. Wir tauschen weiter, meine Freunde. Was ich zumindest was Glück sein könnte, wenn dieses vor mir auf einmal gleich so Level 37 hat, dann darf ich es nicht benutzen, dann kann ich es auch weiter tauschen. Aber ich glaube, es wird... 37! Lol! Ich darf es weiter tauschen. Oder? Warte, was ist das höchste in meinem Team? Ja, 36. Ja! Wow. Wie geil ist das denn? Yes! Ich darf es weitertauschen. Ich freue mich gerade richtig, dass ich es weitertauschen darf. Okay. So. Geil, wir haben kein Formio mehr im Team. Wie viel Glück kann man einfach haben, ey. Auch noch 37, genau ein Level über Adrian. Und damit darf ich es nicht benutzen. Richtig gut.
Ich brauche jetzt nur noch einen Tauschpartner. Also wenn ich einen guten Tauschpartner finde, dann gib mir jetzt bitte auch was. Sonst wird's schwierig. Komm schon. Komm. Ich suche immer noch nach Tauschpartnern. Es gibt einfach keine mehr. Ja, keinen Bock mehr mit dir zu tauschen. Ich freue mich gerade richtig, dass ich Formio weiter tauschen darf. Richtig gut, ey. Es wurde kein Tauschpartner gefunden, als ob, dass es wirklich das geht. Ist auch so eine komische Sache. Ich will zumindest einen noch tauschen. Einen Mon will ich noch tauschen, auch wenn das Video jetzt wieder ein bisschen länger wird als normal, Freunde, ich weiß. Aber ich möchte das gerne noch vertauscht bekommen. Es will einfach keiner dieses Formio haben. Das ist es. Es will einfach keiner. Die denken sich alle so, nee, das mache ich nicht. Ich krieg bestimmt nur wieder Bullshit vom Eve. Ist ja auch so. Oh, weißt du, was ist geil? Oh, wir kriegen wieder einen aus dem Vereinigten Königreich. Aber es ist nicht der gleiche Typ wie gerade. Schade. Das wäre auch witzig gewesen, hätte ich einfach sein Formio zurückgetauscht, ey. So, wenn und jetzt... Wenn er das ein anderes Formio bekommen, oder? Nee, das wäre scheiße. Aber wir kriegen jetzt was richtig Geiles und Cooles. Und es ist... Ein Käfer-Pokémon. Es ist ein Buggy-Baum. Nein. Was ist das? Er freut sich richtig. Ja, geh mal, Pokémon. Baumpel. Gut. Warum? Holy. Vielleicht ist das ja auch Level 37. Ja, bestimmt. Oh, Mann. Warum? Es ist auch noch auf Level 2. Tausch doch erstmal das Zigzags weiter, ey. Was ist das? Er hat einfach recht im ersten Trade. Da ich Formula nicht benutzen durfte, kann ich weitertauschen. Und er hat einfach recht gehalten. Oh Mensch. Sag jetzt mal, kommt ein Eis-Pokémon. Bitte sag ein Eis-Pokémon. Bitte nimm Eis-Pokémon. Bitte. Ein Feen-Pokémon. Kanada. Ich habe schon so viele Feen. Ich brauche nicht noch mehr. Ich hab Gardevoir. Ich habe Flabébé. Ich habe so viele. Ich habe Pantimos. Ich habe so viele. Ich brauche nicht noch eins. Und es ist... Oh Gott. Kapador. Oh, fuck, Mann. Mal ohne... Okay, Kapador wird zu Garados. Das ist halt Style, aber trotzdem. Alex versandte Strich. Ja. Ja, meine Freunde, wer gerne Kapador sein möchte, schreibt es mir in die Kommentare. Was ist das für ein Team? Oh Gott, es ist wieder immer das Gleiche, ne? Ja, meine Freunde, ich würde sagen, damit beenden wir auch diesen Part. Wir haben zwei coole neue Monster. Einmal Vaupel, damit hat der liebe Manta auch recht gehabt. Sehr cool. Er darf den Namen bestimmen, das werde ich nach der Aufnahme mit ihm mal bereden, wie ich das nennen soll. Und ich habe da noch das Kapador frei. Wer das sein möchte, schreibt mir bitte was in die Kommentare. Frage des heutigen Videos steht oben, wie sonst auch. Und ich bedanke mich fürs Zusehen. Willst du noch was Wichtiges sagen? Nö, sagt er. Und ich sag dann bis zum nächsten Mal, liebe Freunde. Ciao. Ciao.